Herzlich willkommen zum Achtelfinale in Porto Alegre. Deutschland gegen Algerien. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Sie liegt beim Team von Bundestrainer Joachim Löw. Das Stadion natürlich ausverkauft, überhaupt keine Frage. Der Weltranglistenzweite von Jogi Löw gegen die Nordafrikaner. Rein ins Spiel. Die deutsche Mannschaft von Beginn an überlegen. Das ist Schweinsteiger. Wunderbarer Pass auf Kroos und Kroos macht das Ding. 7. Minute, die frühe Führung für die deutsche Mannschaft. Der berühmt-berüchtigte Auftakt nach Maß. Groß die Erleichterung bei den Fans, beim Trainer und natürlich auch bei der Mannschaft. Wunderbar gespielt von Schweinsteiger auf Toni Kroos und der mit klasse Abschluss zur deutschen Führung. Weiter in der Partie die deutsche Mannschaft durchgehend überlegen. Mittlerweile eine knappe halbe Stunde gespielt. Über die rechte Seite die deutsche Mannschaft. Und was ist das? Das ist das 2-0. Bastian Schweinsteiger, ein Riesenauftritt des deutschen Mittelfeldspielers. 2-0 für Deutschland. Auf Kurs die Mannschaft von Jogi Löw. Da setzt er sich ab, Schweinsteiger. Die Innenverteidigung der Algerier unsortiert. Und das 2-0. Klasse! Was ist eigentlich mit den Nordafrikanern? Bis dahin wenig zu sehen. Fehler dann hier von Hummels, Riesengelegenheit, aber Neuer ist da. Klasse Reflex des Nationalkeepers. Weiterhin 2-0 für Deutschland. Hier nochmal schön zu sehen, die klasse Aktion von Manuel Neuer. Dann die 44. Minute. Slimani auf Feghouli und der plötzlich völlig frei in Richtung Manuel Neuer, kurz vor der Halbzeitpause. Feghouli gegen Neuer und wieder ist der Sieger Manuel Neuer. Zur Pause ein beruhigendes 2-0 für die deutsche Nationalmannschaft, die weiter Druck macht zu Beginn der zweiten Hälfte. Das ist Mesut Özil. Özil und dann behindern sich die Algerier gegenseitig. Eigentor, Boli und Bugera wursteln da hinten rum. Und das 3-0 für Deutschland. Die Vorentscheidung, wir setzen mal noch ein kleines Fragezeichen. Aber das ist natürlich ganz, ganz bitter für Algerien. Und weiterhin auf Kurs das Team von Joachim Löw. Im Anschluss passierte nicht mehr viel, bis zur 88. Minute. Dann noch einmal Algerien, aber vorbei. Die Nordafrikaner steckten nie auf und die letzte Gelegenheit in der 90. Minute für den eingewechselten Jepta, der aber ebenfalls am herausragend aufgelegten Manuel Neuer scheitert. Am Ende also ein hochverdienter 3-0-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Algerien. Joachim Löw und Co. unter den besten acht.